Im heutigen Sonntagsvideo geht es dem Callcenter-Crasher mal so richtig an den Kragen, denn man will mich umbringen. Das wird aber erst im letzten Anruf passieren. Vorher beschäftige ich mich mit zwei weiteren Betrügerfirmen, die bar jeglicher Intelligenz sind. Im zweiten Anruf sind die sogar zu dämlich, um zu bemerken, dass sie zweimal mit demselben Scambeter sprechen. Den Namen der Firma GCM Pro aus dem letzten Anruf würde ich mit Gauner, Callcenter, Mörder übersetzen. Aber erstmal die beiden anderen Firmen. Es geht wie immer nach dem Intro los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Herr Düsterdick. Ja? Hallo, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an dem Projekt Major Crypto. Ich bin Jessica Hüller, Ihre persönliche Account Managerin. Und so, ich sehe, Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen und es geht um Online-Handel. Stimmt das? Um was es geht, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nur, ich habe mich gerade da angemeldet. Haben Sie angemeldet, ja? Ja. Ja, also deswegen rufe ich Sie an, um mit unserem Projekt bekannt zu machen. Ja, dann machen Sie mal bekannt. Okay. Also, Herr Düsterdick, darf ich fragen, haben Sie so aus Neugier sich angemeldet oder haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich des Handels? Ich habe Erfahrung eher theoretischer Natur. Also heißt das, haben Sie ja noch kein Geld verdient, oder? Nee, ich sag also das ja. Eher theoretischer Natur. Okay, habe ich verstanden. Das ist schön. So wie ich auch beobachten kann, Sie haben auf dem Handelskonto eingeloggt. Und lassen Sie mich bitte wissen, ob Sie Ihr Passwort bereits geändert haben. Also ich meine auch Ihr eigenes Passwort. Nee, habe ich noch nicht. Aber stellen Sie doch erstmal Ihr Projekt vor. Sie müssen mich ja jetzt nicht fragen. Okay, kein Problem. Ja. Dann lassen Sie mich klären, dass alles funktioniert. Ja. Also erstens, Sie haben ein persönliches Handelskonto. Also im Ganzen, was bedeutet dieses Handelskonto? Das ist so gleich wie Online-Banking als Beispiel. Also ich denke, Online-Banking gebrauchen Sie, oder? Ja, schon, aber das hat ja jetzt nichts mit meinem Konto zu tun, oder? Also, ich erkläre Ihnen einfach, was ist ein Handelskonto. Ja, dann erklären Sie mal bitte. Also, das ist ein App, wo Sie sich einloggen können. Dort werden Sie so Anfangsbetrag beobachten und das Geld wird für Sie rund um die Uhr arbeiten. Aber gleichzeitig, Sie können natürlich auch jederzeit Ihr Geld gebrauchen. Also, wie Sie wollen und wann Sie wollen, natürlich. Wie gebrauchen? Ich kann es ausgeben, obwohl das Geld für mich arbeitet? Ja, aber das sollen Sie Ihrem Berater mitteilen, da Ihr Geld im Umlauf befindet. Und Sie teilen das Ihrem Berater mit. Er schließt zeitweilig alle Ihre Handelspositionen zu und Sie können Ihr Geld so beweisen, zum Beispiel. Habe ich nicht so ganz genau verstanden. Ich kann mein Geld ausgeben, obwohl ich bei Ihnen handle mit dem Geld. Gleichzeitig Geld ausgeben und Geld verdienen, das geht doch nicht. Ja, wenn Sie, also Sie machen eine Einzahlung, also ein bisschen Geld soll auf Ihrem Handelskonto bleiben, aber wenn Sie Ihr Geld nutzen möchten, können Sie das machen. Also Anfangsbetrag soll natürlich bleiben, also mindestens. So Mindestbetrag meine ich. Ach so, gut. Aber ja, das meinte ich. Also das heißt nicht, dass Sie so die ganze Summe auszahlen und ja, dann... Das ist unlogisch. Also ich meine, dass Sie Ihr Geld nutzen möchten, können. Entschuldigung. Sie verwirren mich ein wenig. Machen Sie das den ersten Tag oder so? Also ich bin neu, also ich arbeite hier. Das merkt man, ja. Das merkt man. Sie sind, ja, Sie stottern sehr, sehr rum. Jetzt die Frage, mit was kann ich bei Ihrer Firma denn Geld verdienen? Also bei uns gibt es mehrere Möglichkeiten. Also Sie können so wie Kryptowährungen handeln, so wie Bitcoin oder Ethereum, als auch so mit Aktien, so wie
von Apple, Tesla, Amazon, Microsoft. Und es können auch so Rohstoffe sein, so zum Beispiel Öl, Gold, Silber. Rohstoffe, so Aktien von Rohstoffen wären für mich interessant. Und was kann man damit verdienen dann? Also im Ganzen, ich werde Ihnen natürlich nicht versprechen, dass Sie ein Millionär sein werden. Also das ist nicht Wahrheit. Das kommt doch auf die Einzahlung an, die ich mache. Natürlich. Ja. Ja, aber ein bisschen mehr Geld können Sie schon zur Verfügung haben. Also das heißt, wir garantieren unseren Kunden bis zu 15% von jedem ihrem offenen Geschäft. Also natürlich, das ist als Brutto. Als Netto nehmen wir bis 7% von jedem ihrem offenen Geschäft. Von jedem offenen Geschäft nehmen Sie 7%? Mhm. Okay. Ja, also das bedeutet, dass Sie als Beispiel so grob gesagt 100 Euro pro eine Position verdienen, also grob gesagt. Das ist so als Brutto, als Netto kriegen Sie ungefähr 93 Euro. Augenblick, also, Sie haben gesagt, mit jedem offenen Trade. Und ja. Wenn ich mit dem Trade gar nicht gewinne, dann nehmen Sie sich trotzdem Geld davon. Nein, also mit... Ja, das haben Sie gerade gesagt, mit jedem offenen Trade wollen Sie 7% haben. Ja, genau. Das haben Sie gesagt, ja. Erfolgreichen Geschäft. Das haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, mit also jedem offenen Trade. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich, sonst hätte ich es ja nicht nachgefragt. Wenn Sie gesagt hätten, mit jedem erfolgreichen offenen Trade. Aber Sie haben ja nur gesagt, mit jedem offenen Trade. Das ist der feine Unterschied. Ja, ich verstehe. Ich werde das merken. Das ist sehr schön. Gut, so und... Ja, gut, okay. Und kann man bei Ihnen mit allen Rohstoffen handeln? Ja, genau. Also, wenn Sie die Zusammenarbeit mit uns beginnen, dann reserviere ich für Sie den Platz bei einem Analysten. Sie kontaktieren mit dem und er hilft Ihnen erstmal bei allen Einstellungen. Also, ich meine, mit allen diesen technischen Momenten erklärt Ihnen, wie der Roboter funktioniert. Also wo Sie Ihre Profite sehen können und Sie besprechen auch, womit Sie handeln würden. Ja gut, aber also, das möchte ich ja selber entscheiden, mit was ich handeln möchte. Also Sie werden das besprechen. Ja gut, ich denn bei Ihrer Plattform auch mit Kobold und seltenen Erden handeln? Ja genau, also Sie besprechen das alles mit Ihrem Analysten. Ja gut, dann geben Sie mir den Analysten mal bitte. Ja, nachdem Sie die Zusammenarbeit mit uns beginnen. Ja, ich weiß doch noch gar nicht, ob ich bei Ihrer Plattform mit Kobold und seltenen Erden handeln kann. Wenn ich das nicht handeln kann bei Ihnen, dann würde ich bei Ihnen gar nicht mitarbeiten. Ich muss das schon vorher wissen. Ja, ich sage Ihnen, dass wir haben mehrere Möglichkeiten und das alles besprechen Sie mit Ihrem Analysten. Nee, ja, genau, also das möchte ich gerne bitte sprechen, weil ich weiß ja nicht, können Sie mir sagen, dass ich mit Kobold und seltenen Erden handeln kann, ja oder nein? Ja, können Sie, also wie okay, gesagt... Okay, gut, wie ist denn der Wert von Kobold aktuell? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber Sie können mir sagen, dass ich bei Ihnen Kobold handeln kann. Also, ich kann mich nicht so gut damit auskennen. Also ja, eben. Deswegen möchte ich ja gerne den Analysten sprechen, der sich damit ja offensichtlich besser auskennt als Sie, die erst einen Monat in dieser Firma arbeitet. Ja, aber Sie sollen verstehen, dass unsere Analysten haben auch mehrere Termine und Sie können nicht mit jeder Kunde... Nö, ich bin ja nur ein Kunde. Aber Sie denken so, dass Sie nur einzig sind. Ja, es gibt mehrere Kunden, die möchten sofort mit einem Analysten reden. Ja gut, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob meine Rohstoffe überhaupt bei Ihnen gehandelt werden. Das muss ich ja noch vorher wissen. Ja, ich verstehe Sie ganz gut aber leider prima. Kann ich das nicht machen. Wie? Sie können mir nicht sagen, ob seltene Erden und Kobold bei Ihnen gehandelt werden. Das können Sie mir nicht sagen. Nein, das kann ich Ihnen nicht. Ja, deswegen möchte ich gerne. Ich würde ja mit Ihnen gar nicht handeln, wenn diese Rohstoffe gar nicht gehandelt werden bei Ihrer Plattform, Ihrer Firma.
Da würde ich ja gar nicht einsteigen bei Ihnen. Also wenn diese Rohstoffe populär sind, dann handeln wir mit diesen Rohstoffen bestimmt. Ja, bestimmt ist mir nicht genug. Also ich muss es definitiv wissen. Dann holen Sie mir irgendjemanden mal bitte ran, der mir das definitiv bestätigen kann. Das kann ich leider nicht machen. Ja, Sie können ja jemand anders ranholen. Sie haben da sicherlich Kollegen, die länger da arbeiten, die das wissen. Einen Moment bitte. Ja. Und raus ist sie. Hallo? Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Also für uns ist guten Morgen, weil ich rufe Ihnen an von London, United Kingdom. Ist 11 Uhr. Ja, gut. Mein Name ist Alex und spreche ich gerade mit Lasse. Ja, kennen wir uns, dass Sie mich mit dem Vornamen ansprechen? Nee, da in United Kingdom, wir sprechen mit... ja, Sie rufen, aber hier, Sie rufen aber hier in Deutschland an. Und da spricht ja, man sich ich mit bin nicht im Deutschland. Sie rufen mich aber in Deutschland an und da wird man mit dem Nachnamen angesprochen. Ja, Lasse, ja. Nein, nicht Lasse, so. Samenströmen ist mein Nachname. I don't know how to pronounce that. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Okay, I'm sorry. Not everybody has to speak German, Lasse. So, doch, in Deutschland schon. In Deutschland schon. Yeah. Richtig. Sie rufen ja hier in Deutschland an. Business-Anruf. Ja, aber in Deutschland. In Deutschland, ich denke, Sie hören mehr Türkisch, Frankreich sprechen. Nein, ich höre Deutsch. Sie waren noch nie in Deutschland. Sie wissen nicht, dass in Deutschland vorwiegend Deutsch gesprochen wird? Fick dich schon dein Deutschland auf. Tschüss, Betrüger. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Entschuldigung? Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe das nicht verstanden. Was haben Sie gesagt? Ich habe guten Tag gesagt. Ah, okay. Vielen Akzent. Also guten Tag auch. Wie geht's? Wer sind Alles Sie? Gut? Ich spreche mit Steffen, ja? Mit wem? Wer sind Sie? Stellen Sie sich doch erstmal vor. Also, ich sage dich, mein Name ist Alex. Ja, und? Nachname? Und das ist eine... Bitte? Brauchen Sie nicht, ich denke, meine Nachname. Doch, brauche ich. Nein, warum brauchen Sie meinen Nachname? Und, Steffen, das ist ein Business-Anruf. Sie haben nicht nur eins, aber sehr viele Anmeldungen gemacht bei unserer Seite. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, kleiner Betrüger? Ah, Sie sind eine verrückte Leute, ja? Nein, verrückt. Ich bin ein Betrügerjäger. Ich jage Betrüger wie dich. Okay. Das ist warum. Sie haben keine normale... Du rufst also aus England an, ja? Hast du gerade gesagt? Nein, Amsterdam. Ach, jetzt eben hast du noch aus England angerufen. Du bist die gleiche Person. Steinst du es endlich? Komm, beleidige mich doch gleich. Beleidige mich doch gleich. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ja? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Holzer? Ja? Grüße Sie. Mein Name ist Olivia und ich rufe Sie von der Deutschen Börse wegen einer Anmeldung, dass Sie über Online-Investitionen gemacht haben. Ich habe Ihnen heute angerufen, damit ich Ihnen ein paar Informationen über Online-Handel geben kann. Ja, dann geben Sie mal Informationen. Wie bitte? Dann geben Sie mal Informationen.
Okay. So, Herr, haben Sie eine Erfahrung im Onlinehandel oder ist das ich erste denke, Mal? Ich denke, Sie wollten Informationen geben. Ja, aber. Dann geben Sie doch mal. Dann geben Sie mir doch erstmal Informationen. Okay. So. Es geht über Onlinehandel, wo Sie die Möglichkeit haben, um mit Finanzinstrumenten wie Forex, Aktien, Bitcoin und so zu arbeiten. Und Sie können Profit verdienen. Aber erstmal, Sie müssen ein Handelskonto aktivieren, wodurch können Sie Ihr Geld investieren und was diese ist, Profit verdienen. Hallo, was ist ein Handelskonto? Handelskonto? Ja, so, was ist ein Handelskonto? Wenn Sie wollen handeln, Sie müssen ein Konto aktivieren. Sie aktivieren dieses Konto mit einer Investition, von dem Minimumbetrag von 250 Euro. Ja, darf ich noch mal was fragen? Ja. Den Begriff Händeln, die gibt es in Deutschland nicht. Was meinen Sie mit Händeln? Händel, Online-Händel oder Online-Trading. Nee, es heißt Handel, nicht Händel. Handel, ja, Entschuldigung. Ja, Sie sprechen leider sehr schlecht Deutsch. Ja, Entschuldigung. So, weiter, von dem Moment, dass dieses Konto aktiviert ist, werden Sie einen Finanzexperte oder einen Broker haben. Und er wird Ihnen über alles helfen. Der Finanzexperte wird Positionen für Ihr Konto öffnen und schließen, wird Ihnen über alles informieren und er ist verantwortlich für alles, was mit Ihrem Konto passiert. Und dieses Konto funktioniert sehr einfach, so gleich wie Ihr Banking-Konto. Wo dort können Sie alles schauen. Die Anmeldungsdaten, das Kontostand und natürlich Geld auszahlen und einzahlen. Verstehen Sie es? Ja, es ist schlecht, weil Ihre Musik im Hintergrund so laut ist, aber ich versuche es weiterhin. Können Sie die Musik mal ein bisschen ausmachen? Das wäre nett, ja, danke ich sehr. Ich kann es nicht, aber ich kann ein bisschen lauter sprechen, okay? Ne, deswegen wird die Musik im Hintergrund ja nicht leiser, wenn Sie lauter sprechen. Wir reden hier schließlich über Geld. Und da ist es Musik im Hintergrund. Nee, das ist nicht gut. Ja, die Musik ist im Büro und ich kann es nicht aufmachen, okay? Oh, das ist aber unseriös. Also wenn ich mit meiner Bank telefoniere, dann ist nie Musik im Hintergrund. Ja, aber... Ja, ist so. Herr Hunter, haben Sie Interesse an Onlinehandel oder nein? Ja, von welcher Firma sind Sie genau bitte? Von GCM. GCM Pro. Wie heißt das? Das kann ich leider schlecht verstehen. Sie sprechen sehr undeutlich und die Musik ist so laut. Können Sie das mal buchstabieren? G wie Gustav. Ja. T wie Cäsar. T wie Cäsar oder? T wie Cäsar. Cäsar, ja, es ist sehr laut bei Ihnen, ja. Und dann? M wie Marco. Ja. Und weiter? T wie Paula. Ja. R wie Richard. Ja. Und O wie Otto. Ja, und weiter? Und dann ein Punkt. Ja. O wie Otto nochmal. Ja. R wie Richard. Ja. Und nochmal G wie Gustav. Ah ja. Sie können es suchen und dann schauen Sie die Plattform. Als Sie ich Fragen seh's haben, schon. Kann ich Ihnen die Plattform erklären. Ja, ich sehe es schon. So, wie kann man bei Ihnen jetzt dann Geld verdienen? Sie müssen erstmal die Handelskonto aktivieren, okay? Das heißt, das hatten wir ja eben schon besprochen, es heißt nicht Handelskonto, es heißt Handelskonto. Handel, ja, Entschuldigung, Herr. Meine Deutsch ist nicht so gut, okay? Ja, aber warum rufen Sie dann in Deutschland an? Das verstehe ich nicht. Wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen. Ich muss leben und ich muss Geld machen. Ja, ich muss arbeiten, okay? Ja, dann rufen Sie doch am besten da an, wo man Sie versteht.
Gut, also wie kann man bei Ihrer Firma jetzt Geld verdienen? Dass ich jetzt ein Handelskonto haben muss, ist mir schon klar. Nur Ja, wie kann klar, Sie ich. wählen diese Ja, Handelskonto mit einer Investition ja, aber und erstmal dann möchte ich. erste Woche zahlen Sie Hallo, doch bitte. hallo, Dann hallo. lassen Sie mich erklären. Na, Sie haben ja doppelt erklärt. Ich habe Okay, eine An. fragen Sie, was Sie wollen. Okay, Ja. fragen Sie, was Sie wollen. Okay, ich höre Sie. Ja, das haben Sie eben schon nicht getan. Ich will wissen, wie genau ich mit Ihrer Firma Geld verdienen kann, was ich verdienen kann. Ja, Sie können mit den Finanzinstrumenten verdienen. Von dem Moment, dass Sie die Investition machen, Sie arbeiten mit diesen Finanzinstrumenten Mit als welchen? Bitcoin oder Bitcoin, Forex, Aktien, was Sie Aktien. wollen, okay? Ich möchte mit Aktien arbeiten. Okay, warten Sie einen Augenblick bitte. Ja. Hallo? Ja, ich bin noch hier. Ja, warum soll ich denn warten? Hallo? Ja, hey, ich bin hier. Warten Sie einen Augenblick. Warum soll ich denn warten? Das habe ich gefragt. Herr, ich werde Ihnen mit einem anderen Finanzberater verbinden und Ja, er dann kann sagen mit Sie das Ihnen doch. Deutsch sprechen, Ja, okay? dann sagen Sie das doch einfach mal, nicht warten einfach so. Okay, dann, ja, ich verbinde Sie jetzt mit dem Finanzberater, okay? Ja, dann los. Hallo. Ja, hallo? Guten Tag, spreche gerade mit der Futner. Ja. Wer sind Sie? Stellen Sie sich erst mal vor. Mein Name ist Marco. Marco, haben Sie auch einen Nachnamen? Schickmann, klar habe ich. Herr Schickmann, gut. Und Ja, wie können Sie bitte. mir jetzt weiterhelfen? Also, wissen Sie es mal, worum das geht? Ja, das hat Ihre Kollegin dann schon sehr stümperhaft erklärt. Es geht um Onlinehandel, aber mehr konnte sie mir nicht sagen. Richtig, so, das geht hier um Online-Investitionen, wie Sie es auch gesagt haben, wo Sie die Möglichkeit über verschiedenen Finanzinstrumenten zu investieren haben, wie Beispiel Aktien, Index, Forex, Rohstoffe, Metall und so weiter. Sie haben auch die Möglichkeit über ein automatisches System zu investieren, wie das KI. Haben Sie schon mal über das künstliche Intelligenz gehört? Da gibt es momentan jede Menge Informationen darüber, richtig. Aber ich halte nicht viel von der Genau. KI. Also, das ist nur ein automatisches System, wo da kein Risiko gibt. Das heißt, Sie können Ihr Geld nicht verloren. Wie schon gesagt, das ist ein automatisches System. Ja, wie verhindert das automatische System, dass ich Geld verliere? Also, erstmal werden Sie eine Handelsplattform aktivieren. Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie das automatische System verhindert, dass ich Geld verliere. Es gibt keine Möglichkeit, also mindestens sage ich das auf meiner Erfahrung, es gibt keine Möglichkeit, dass Sie Ihrem Geld verloren können. Warum nicht? Also es ist schon in Ordnung, dass Sie so kleine Verluste machen mit Ach, 10 also Euro, doch. 20 Euro. Also doch. Hören Also. Sie mal zu. Ja, ich höre doch zu. Sie haben gesagt, es gibt keine Möglichkeit, und dann sagen Sie, es gibt doch eine Möglichkeit. Ich habe es gesagt, es gibt keine Möglichkeit, dass Sie von dieser Investition mit 0 Euro schließen. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, es gibt keine Möglichkeit. Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben, lassen Sie mich bitte ausreden. Ja, Lassen Sie bitte, mich, gerne. danke, dass Sie mich ausreden lassen. Sie haben wortwörtlich gesagt, das ist automatisches System, da hat man keine Möglichkeit, überhaupt Geld zu verlieren. Jetzt haben Sie gesagt, das Richtig. automatische System sorgt dafür, dass Sie nicht auf Null gehen. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Dinge. Also, ich habe es Ihnen gesagt, dass Sie automatisches System werden Sie Ihr Geld nicht verloren. Und wenn ich sage, Ihr Geld nicht verloren, es heißt nicht, dass Sie 10 Euro Verlust machen und dann die nächsten Tage machen Sie 50 Euro Gewinn. Ne? Das heißt keine Verlust.
weil dann, wenn Sie heute 10 oder 20 Euro Verlust haben, die nächste Tage haben Sie 50 Euro Gewinn. Das ist aber nicht garantiert. Das heißt, Sie sind immer noch beim Gewinn plus 30, 40 Euro, ne? Nee, also wie gesagt, mit dem automatischen System möchte ich nicht arbeiten. Weil an der Darf ich bitte mal ausreden? Aber, ja, gerne, aber wenn Sie... Gut, dann halten Sie doch einfach mal den Mund. Dann halten Sie doch einfach mal den Mund, bis ich ausgesprochen habe. Bleiben Sie ein bisschen ruhig, warum ich bin Sie ganz, so? Ich bin ganz ruhig. Sie unterbrechen mich dauernd. Sie unterbrechen mich. Ja gut, dann halten Sie einfach den Mund und hören zu. Also, ich möchte mit dem automatischen System nicht handeln, denn man kann also doch Geld verlieren. Und das ist genau das Problem. Deswegen werde ich damit nicht handeln. Haben Sie irgendwas, einen Wunsch, wo Sie handeln möchten? Ja, ich möchte gerne mit Rohstoffen handeln, und zwar mit Kobalt und seltenen Erden. Ja, Rohstoffen ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, kann ich bei Ihrer Plattform mit Rohstoffen handeln, also sprich mit Kobalt und mit seltenen Erden. Damit. Wie ist der Preis für Kobalt momentan? Genau, bei unserer Plattform befinden Sie auch die Möglichkeit über alles, was mit Rohstoffen zu tun hat. Ja, ich habe ja gerade gefragt, wie ist der aktuelle Preis für Kobalt? Für Kobalt? Ja, richtig. Und mit seltener Erden. Wie ist der aktuelle Preis pro Tonne von seltener Erden? Ich schaue mal in der Plattform drauf. Ja. Die Preise sind immer unterschiedlich. Richtig, deswegen frage ich ja nach. Hallo? Ja, ich bin da. Ich habe es gesagt. Augenblick, ich schaue in den Plattform drauf. Ja, ich habe plötzlich keine laute Hintergrundmusik gehört. Sie haben Ihr Mikrofon ausgeschaltet, richtig? Ich sagte Augenblick. Ja, deswegen. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich habe es gehört. Gut, Sie haben Ihr Mikrofon ausgeschaltet, richtig? Was für eine Rolle spielt das, verstehe ich gerade. Weil das kann ich Ihnen sagen, weil es sehr unfreundlich ist, mit dem Gespräch das Mikrofon auszuschalten. Das ist sehr unfreundlich. Sehr unfreundlich? Richtig. Warum denken Sie so? Weil ich das so empfinde. Wenn mein Telefonpartner mit dem Gespräch das Mikrofon ausschaltet, dann ist das sehr unfreundlich. Wenn Sie so denken, aber das... Ich denke nicht so. Ja, aber Sie sollten sich ja nach dem Wunsch des Kunden richten, richtig? Yep. Genau, dann lassen Sie bitte Ihr Mikrofon an. Alles klar, wie Sie wollen. Die Kundenmeinung ist für uns immer wichtig. Hervorragend. Also, wie ist der Preis für Kobalt momentan und die Tonne seltener Erden? Was kostet die jetzt inzwischen? Also nochmal, Rohstoffen. Kobold und seltene Erden. Ganz kurz, ich bin drauf. Das Preis kommt pro Stück. Was? Was für pro Stück? Also über Rohstoffen, das Preis kommt pro Stück. Ja, pro Stück, pro was denn? Über Kobolden. Was ist denn ein Kobold? Was wiegt ein Kobold, ein Stück Kobold? Was ist denn ein Kobold? Sollen Sie das mir erklären? Nee, Sie sind doch der Fachmann. Pro Stück ist ja keine Einheit für Kobalt und seltene Erden. Wissen Sie, was seltene Erde ist? Nein, leider nicht. Ach, dann sind Sie also gar kein Fachmann. Okay. Sie wurden mir ausreden?
Wenn Sie so denken, dann Ihre Entscheidung. Ja, natürlich, ja. Sie wurden mir angekündigt als Finanzfachmann in Sachen. Also darf ich bitte mal ausreden? Ewig reden Sie mir dazwischen. Das ist sehr unfreundlich. Aber das ist einfach nicht so zu mir. Das erlaube ich nicht. Vielleicht, okay? Ja, das, was Sie mir erlauben, ist relativ egal. Jetzt mal die andere Frage. Sie sind ein Finanzdienstleister. Bitte? Ja, vielleicht sollten Sie mal die Musik ausmachen, dann hören Sie mich auch. Ich höre Sie. Ja, warum fragen Sie danach, bitte? Weil Sie haben die Frage noch bis zum Ende gemacht, deswegen. Nee, ich habe die Frage gestellt gehabt. So, also, Sie sind ein Finanzdienstleister, ja oder nein? Ganz kurz. Ach, wissen Sie jetzt schon nicht weiter? Bitte? Ja, genau. Also nochmal, ich bin auf den Plattformen drauf, auf die Rollstufen und auf die Rollstufen gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Ja, und das am meisten beim Rollstufe, das Preis kommt pro Stück. Beispielsweise auf Weinsen ohne Hartweinsen, Durchpreis ist 10 Euro, 10,89 pro Stück. Pro Stück. Also sagen wir jetzt mal Rohstoffe Weizen. Was kostet dann ein Weizenkorn? Rohstoffe Wein. Sie haben gesagt pro Stück. Pro Stück ist ein Weizenkorn. Was kostet ein Weizenkorn? Also erstmal, es hängt ab von das Betrag, was Sie investieren wollen, nee, das, wie viel der Sie Preis, an Ihrer Verfügung der haben. Preis, hallo, der Preis eines Weizenkorns hängt ja nicht davon ab, wie viel ich investiere. Der Preis wird an der Börse gehandelt. Wie hoch ist der Preis für ein Weizenkorn? Über 10 Euro pro Stück. 10 Euro, wissen Sie, was ein Weizenkorn ist? Nein, weiß ich nicht. Erklären Sie es mir. Oh, das ist schlimm. Sie wissen, was Brot ist? Brot, weiß ich schon. Wissen Sie, woraus Brot gemacht wird? Nein. Aus Korn, aus Weizen. Das ist ein Getreide. Und ein Getreidekorn, ein Weizenkorn, ist keine 3 mm lang. Und das kostet 10 Euro pro Stück? Ja. Über 10 Euro für ein Weizenkorn. Mein Gott, sind Sie dumm. Sie wissen nicht, was ein Weizenkorn ist und hauen irgendwelche Preise raus. Das ist ja echt genial. Die sind also ja echt noch, genial. Nochmal, hör mal zu. Hör mal zu. Was soll das sein, du? Ich habe gesagt, solche Verhaltungen erlaube ich nicht, okay? Ja, ich erlaube auch nicht, dass mich Betrüger anrufen und trotzdem rufst du mich an. Was für Betrüger meinen Sie? Dich meine ich. Das beweisen? Hallo? Ja, kann ich dir hallo. Wenn du den Mund hältst, kann ich dir das gern beweisen. Kann ich dir genau sagen, wenn du zuhörst. Willst du zuhören? Willst du gar nicht zuhören? Okay, wenn du nicht zuhören willst, ist es kein Problem. Ich kann dich genauso in den Keller sammeln. Willst du die Antwort hören? Ein neues Video. Natürlich habe ich. Gerade jetzt nehme ich wieder ein Video auf. Und wie heißt Ihrem Dings, Ihrem YouTube? Sind Sie ein YouTuber, ne? Natürlich. Auch mit dir habe ich schon etliche. Bitte? Verdienen Sie? Ja, ich habe Ihnen gerade die Möglichkeit, was zu verdienen. Aber mit Betrügern! Mit Betrügern Geld verdienen! Hör mal, ja, wenn du... schätzen das nicht. Ja, du, pass mal auf. Pass doch. Ja, dann hör doch einfach mal zu. Hallo. Komm, ja, hallo, kannst du immer sagen, ne? Du kannst immer nur Hallo sagen. Mehr Intelligenz hast du nicht. Kannst nur Hallo sagen, ne? Mehr kannst du nicht. Mal zuhören, was soll ich sagen? Ja, was denn? Du hast doch auch nicht zugehört. Du willst mir also sagen. Ja, und rede doch dazwischen, da kann ich ja gar nichts mehr sagen. Willst du jetzt was hören oder nicht? Ja, willst du jetzt die Antwort hören oder nicht? Willst du die Antwort hören oder nicht? Wenn du sie hören willst, dann halt den Mund. Genau, dann halt mal den Mund. So, du sagst, du bist ein ehrenwerter
Kanal. Gut, dann sag mir deine Firma, GCM Pro, wo ist die denn reguliert? Und gleich legst du schon auf, ich weiß. Wo seid ihr reguliert als Finanzdienstleister? Was interessiert das Ihnen? Bitte? Ich verstehe Sie leider nicht. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Was interessiert das Ihnen? Das interessiert mich sehr. Wenn ich bei Ihnen einsteigen soll, dann muss ich wissen, wo Sie reguliert werden. Welche Behörde reguliert Sie? Ehrlich zu sein, irgend solchem Kunde wie Ihnen brauchen wir nicht. Ja, natürlich. Nee, das klar, Sie brauchen Leute, die einfach Geld einzahlen und nichts kriegen, genau. Sie sind ein echter Betrüger. Sie brauchen keine intelligenten Kunden, richtig, genau. Sie brauchen nur dumme Kunden. Ja, genau. Sie brauchen immer nur dumme Kunden, ganz klar, logisch. Das kenne ich ja schon von euch Betrügern. Immer nur dumme Kunden und keine Ahnung von dem Handwerk. Sie wissen gar nicht, wie Handel funktioniert. Sie haben mir gar nichts gegeben. Sie haben mir gar nichts gegeben. Du hast mir gar nichts gegeben. Ich habe zugehört. Werden Sie auch mal zuhören? Ja, klar. Zu sagen. Ja, was hast du denn zu sagen? Gut, hören Sie mal zu. Damit Sie das Video Schönes haben können, damit Sie auf dieses Video mehr Zuschauer mitkommen können, ich sage es Ihnen auch was dazu. Ja, dann mal los. Ich fick dich, alles was du hast. Schön, schön, ja natürlich. Ein ehrenwerter Betrüger. Ja, denken Sie, was Sie wollen. Es ja, ich weiß. Keine Rolle, was Sie denken. Eben, ich weiß, dass du ein Betrüger bist, natürlich. Ja, beweisen Sie mich, dass ich ein Betrüger bin. Ja, das wollte ich ja, aber du willst es ja gar nicht. Du willst ja nur reden, ne? Du willst ja einfach nur reden. Kein Problem, ich kann dir das gerne überweisen. Ja, klar, wenn du mal den Mund hältst, kann ich es dir gerne beweisen. Ich lach dich aus. Bist du dumm? Bist du dumm? ein kleiner Schweineficker, ein Eselficker. Hey, bist du dumm? Ich lach mich tot. Und bist du denn ein Eselficker? Ey Mann, bist du lustig? Ich glaube, dein Programm hat eine schöne Blasen, wirklich. Natürlich, ja klar. Du hast Blasen am Mund und hast viel geredet. Blasen kannst du gut, ne? Blasen kannst du, ne? Genau, ja. Ja, dann natürlich. Ja, das ich glaube, das will doch eigentlich gar keiner hören, weil du bist so unwichtig, da wird jemand was von dir hören wollen. Du bist alleine so unwichtig, genau. Ja, natürlich. Ja. Du hältst doch sowieso nicht den Mund, ist doch gar kein Problem. Du kannst einfach weiterreden, gar kein Problem. Ich höre dir sowieso nicht zu. Ich werde dich totsammeln, ganz klar. Bis du aufgibst. Und ich habe eine ganze Menge Zeit. Ja, natürlich. Komm vorbei. Ja, komm doch vorbei. Wo wohne ich denn? Was ist denn los? Bist du schon am Ende? Mehr kannst du nicht? Leere Drohungen. Wir werden dich noch so lange ärgern, bis du freiwillig aufgibst. Ganz klar. Ja, mit uns ich komme vorbei. Ja, was denn? Ich denke, du willst mich umbringen. Ja, dann komm doch vorbei. Du weißt doch, wo ich wohne, oder nicht? Ach, weißt du gar nicht. Ja, wie denn? Du findest sie doch gar nicht. Wo bin ich denn? Egal. Ja, wo denn? Ja, egal, genau. Du tötest ganz Deutschland. Du Loser. Wer von uns beiden ist denn hier der Loser? Wer von uns beiden ist hier der Loser? Der Betrüger, der unfähig ist zu betrügen, der zu arm ist, der zu dumm ist zu betrügen, der gar kein Geld verdient. Hör mal, wenn du betteln würdest oder wenn du Kaugummi auf der Straße kratzen würdest, dann wärst du du könntest auch Scheiße aus der... Geh du doch weg. Tschüss. Ciao. Du bist noch nicht weggegangen. Geh doch mal. Grüß tschüss. Tochter, ne? Tschüss.
Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ja, ja. Von einem dummen, ja genau, ich soll von einem dummen Betrüger rufen. Ja, klar. Ich grüße meine Tochter von einem dümmsten Betrüger, der mich noch heute angerufen hat. Ein typischen Eselficker. Du bist, ja, ja, ich grüße einen von einem dummen Betrüger, richtig, genau, das mache ich, von einem Eselficker. Ja, ich sag nur was, ja, du bist jetzt schon fertig, ohne dass du angefangen hast. Du bist der Fertigste, der heute angerufen hat. Das war zum Lachen. Ja, genau, genau. Du bist zum Lachen, genau. Du bist so viel. Ja, nee, du hast Bauchschmerzen, weil du so schlecht zu den Menschen bist. Genau. Komm, erschieß dich doch. Erschieß dich doch. Mach doch mal. So, nochmal. Bla bla bla. Sing doch lieber ein Lied, das ist schöner. Du kannst ja nicht mehr singen, du kannst nicht sprechen, du kannst nicht singen. Da habe ich den Idioten von GCM Pro wohl so geärgert, dass er mich töten will. Wenn das mal nicht extrem seriös ist von jemandem, der treuhänderisch mein Geld verwalten und vermehren will. Es wird immer ersichtlicher, dass wir Scambaiter die Betrüger bis aufs Blut reizen und die deswegen kaum noch valide Datensätze bekommen, um den Betrug erfolgreich abzuschließen. Am kommenden Mittwoch könnt ihr überprüfen, ob der grantige Betrüger sein Vorhaben in die Tat umgesetzt hat. Bis dahin verbleibe ich mit lebendigen Grüßen, euer Callcenter-Crusher.